Übrigens, ich weiß, was mit der, mit, oder ich finde es schön, dass wenigstens bloß eine so eine Schnulzenszene rausgeschnitten wurde und man nicht stattdessen irgendwie ein Einzelbild reingeschnitten hat in den Film, das Leute verstören könnte, ohne dass sie es merken. Was denn? Da gibt es so eine schöne Stelle in dem Film Fight Club, wo gezeigt wird, wie einer Einzelbilder aus Nein-Nein-Filmen in Kinderfilme reinschneidet. Sie wissen nicht, dass sie es gesehen haben, aber sie haben. Nach einem derartigen Lob kann ich doch wohl kaum Nein sagen, oder? Aber ich habe kein Popcorn gekriegt. Nein! Natürlich übernehme ich den Fall. Wir lösen jedes Rätsel. Das ist unser Motto. Mr. Hanna, bitte. Ich bin doch wohl wesentlich geeigneter, um diesen Fall zu lösen. Überlassen Sie das lieber den Experten von Scotland Yard. Keine Sorge. Ich will damit ja nicht sagen, dass ich Sie nicht auch für eine talentierte Ermittlerin halte, Miss Perfetti. Aber ein bisschen Konkurrenz kann ja das Geschäft auch beleben. Na, Werner, Sie werden schon merken, dass ich viel schneller in der Wahrheit auf der schneller ich der Wahrheit auf die Schliche komme als diese sogenannte Detektivin. Die ja gar nicht aussieht wie eine. Ho, ho, ho. Das ist die richtige Einstellung. Ich wünsche Ihnen beiden viel Glück. In Ordnung, gut. Dann stehen Sie mal nicht viel hier herum und schwatzen. Sie sollten sich lieber eine Aussage vom alten Rektor holen, oder nicht? Wo ist er denn jetzt? Wissen Sie das zufällig? Sicher doch. Er ist gleich da drüben. Immer noch völlig außer sich, der arme Kerl. Er hat viel Zeit und Mühe in diese letzte Kussszene gesteckt. Etwas schwer vorstellbar, warum jemand so etwas tun würde. So viel Mühe in eine Kussszene zu stecken. Das muss ich zugeben. Aber das sollen ja auch die beiden Damen herausfinden, nicht wahr? Ho, ho, ho. Ja, Catriel sollte sich in Popcorn bezahlen lassen. Also sollten wir ihn ansprechen oder erstmal den... Nee, der andere wird ja nicht viel mehr zu sagen haben. Ja, hier ist kein Rätsel, okay. Oh, ich mag das Poster. Wir könnten vielleicht eins im Büro aufhängen. Die Poster zu Reggie Directums Filmen sind immer eine echte Augenweide. Ich muss daran denken, eins der Poster zu kaufen, bevor ich heute nach Hause gehe. Also ihn jetzt. Okay, er hat kein Rätsel. Oh, ach, mein Film, mein Magnum Opiums. Bitte, Mr. Rector, keine Sorge. Ich werde den Täter, der für den Diebstahl der letzten Szene verantwortlich ist, persönlich aufspüren. Nein, werden Sie nicht, weil ich ihn nämlich als erstes aufspüren werde, Katria. Sehr professionell, die Damen, sehr professionell. In Wirklichkeit werde ich ihn mit meiner... Spürnase. ...durchschnittlichen Hundespürnase als erster aufspüren. Sie war perfekt. Ich habe echt jedes Detail vervollkommnet, bevor ich einer Vorführung zugestimmt habe. Und jetzt sowas. Die Negative sind doch sicher noch da. Können Sie nicht eine neue Filmrolle für eine weitere Vorstellung herstellen lassen? Aber haben Sie nicht die Reaktion des Publikums gesehen? Die Leute waren frustriert. Ohne diese letzte Szene ist die ganze Geschichte nicht rund. Ja, trotzdem kann er doch. Ich wollte dem Publikum den perfekten Film geben. Ich habe mein ganzes Leben in dieses Projekt gesteckt. Mein Herz und Seele... mit Herz und Seele war ich dabei. Wir verstehen schon, Mr. Rector, aber lassen Sie sich davon nicht zu sehr runterziehen. Ich werde dem Täter aufspüren, keine Sorge. Ich soll versuchen, mich nicht runterziehen zu lassen? Sind Sie verrückt? Das ist ein Desaster. Ein Slag wie dieser kommt noch vor dem offiziellen Kinostart, kann der Todesstoß für einen Film sein. Und gerade dachte ich noch, das wäre mein großer Durchbruch. Endlich war ich bei den Spitzenstudios. Ach, jetzt werde ich wieder sparen und knausern müssen. Was soll ich denn jetzt den ganzen Leuten aus meiner Crew sagen? Ich dachte doch, ich könnte ihnen endlich das zahlen, was sie verdienen. Das ist schrecklich. Also wenn er nicht das zahlen kann, was sie verdienen, dann muss er dann nicht Insolvenz anmelden. Bitte versuchen Sie, sich zu beruhigen. Verraten Sie mir doch erstmal, ob Sie irgendeinen Verdacht haben, wer dafür verantwortlich sein könnte.
verantwortlich für diese Sendung meines Werks? Offensichtlich muss das wohl wer sein, der meine Filme nicht mag. Aber niemand mag meine Filme nicht. Ach, wie soll ich meiner Crew ins Gesicht sehen oder meiner Frau? Sie konnten es doch alle kaum erwarten, wie das Publikum reagieren würde. Ach, wenn sich doch der Boden auftun könnte, um mich zu verschlingen. Ich wünschte, ich wäre jetzt auf diesem U-Boot und ich würde untergehen. Ja, aber wenn er... Ja, nun danke für Ihre Zeit, Mr. Rector. Untergehen, untergehen. Oh je, das ist wirklich ein schwerer Schlag für ihn, oder? Ja, es ist fast schon wieder komisch. Ich gebe auf. Ich versuche noch einmal mit ihm zu sprechen, sobald er sich beruhigt hat. Man kann es dem Kerl wohl kaum vorwerfen, dass er so verzweifelt ist. Der Film hat ihm wirklich viel bedeutet. Und er ist nicht der Einzige, den die Geschehnisse erschüttert haben. Ich bin ja selbst ein wenig angefressen. Ja, ich kann da... Was kann ich mir denken? Es wird sich ja schließlich auf die Kartenverkäufe auswirken. Hohoho, mir gefällt die Art, wie Sie denken. Aber es geht nicht nur darum. Ich bin selbst ein großer Fan von Rectors Werken. Ich hatte mich so sehr darauf gefreut, dass die ganze Welt endlich sehen kann, was für ein großartiger Regisseur er ist. Nach den Geschehnissen hier könnte all dieses Talent vergeudet sein, wenn wir nicht vorsichtig sind. Sie Damen sollten daher lieber loslegen und herausfinden, was mit der gestohlenen Szene passiert ist. Und wir machen es aufhören zu reden. Wenn es hilft, kann ich Ihnen Zugang zu allen Teilen des Kinos gewähren. Ach, ich werde der Sicherheit einfach sagen, dass Sie freie Hand haben. Hinten gibt es den Vorführraum. Normalerweise ist dort der Zutritt verboten, aber nötigenfalls können Sie auch dort gerne ermitteln. Der Vorführraum? Aha, vielen Dank, Mr. Heller. Worauf warten wir noch? Dann marschieren wir lieber mal schnell zum Vorführraum. Ja, da hast du recht. Wir sollten unsere Ermittlungen mit einer Untersuchung der Firmenrolle beginnen. Stimmt etwas nicht, Emiliana? Ich bin von Ihrem ja irrationales Gehalten gewohnt. Gehalten verwohnt? Verhalten gewohnt, Katrina. Aber sprechen Sie jetzt wirklich mit Ihrem Hund? Ja, das ist echt balsam für die Seele. Sie sollten es mal selbst ausprobieren. Aber egal, wollen wir uns mit dem Vorführraum ansehen? Nein, ich werde meine Ermittlungen zunächst woanders fortsetzen. Amateure haben die Tendenz, mich abzulenken und dann könnte mir etwas Entscheidendes entgehen. Wissen Sie, Katria, jeder Verbrecher mag noch so vorsichtig sein, der lässt eine Spur verräterische Hinweise, wenn er sein Verbrechen begeht. Natürlich kann nur eine erfahrene Profilerin wie ich diese Spuren lesen. Deshalb werde ich diesen Fall weit vor Ihnen lösen und beweisen, dass ich Ihnen überlegen bin. Dass meine... Methoden über... Meine Methodik oder meine Kompetenz oder... Irgendwas dass ihrer überlegen ist. Meine Intelligenz überlegen ist. Ich freue mich schon darauf. Verhöhnen Sie mich nicht, Benne. Sie werden es ja bald sehen. Ich wollte Sie gar nicht verhöhnen. Ich freue mich wirklich darauf. Allora, bis später, Catrill. Aber versuchen Sie bitte, den Tatort nicht zu sehr durcheinander zu bringen, ja? Alola. Dahin? Wie lange wollen wir denn noch machen? Weiß ich nicht, wie lange machen wir denn schon? Das wollte ich nämlich mal nachgucken. Wir machen schon... Ja, weiß ich nicht. Wollen wir... Noch den Vorführraum und dann aufhören? Ja, Vorführraum und aufhören. Okay. Oder warte mal, was ist denn... Ist was Neues in der Snackbude? Ich bin schon im Vorführraum. Dann gehe ich eben auch in den Vorführraum. Aber da ist Pip. Wir können ja gleich zu Pip. Machen wir gleich. Aber okay. Wir machen nur schnell. Ich habe ja hier jetzt Text. So sieht also ein Vorführraum von innen aus. Das sind aber viele Geräte. Entschuldigen Sie, aber der Zutritt hier ist nur für Personal. Ich muss Sie daher bitten, wieder zu gehen. Ich frage mich wohl, was dieses Gerät wohl macht. Halt! Fassen Sie ja nicht Albertina an! Albertina? Ja, Albertina. Sie ist noch brandneu.
Wenn sie sie anfassen, könnte sie ihre Ausrichtung verändern. Sie ist sehr launisch. Nicht wie die alte Rosalinda hier neben mir. Sie hat ein wesentlich besseres Benehmen. Sie ist richtig kugelsicher. Albertina hingegen ist empfindlich. Oho, ich rieche einen Spinner. Bei diesem Kerl sind ja mehr Schrauben locker als an seinen Apparaten. Albertina und Rosalinda, sie haben sich ja wunderbare Namen für ihre Maschinen überlegt. Nicht anfassen. Sonst muss ich darauf bestehen, dass sie auf der Stelle gehen. Es ist schon in Ordnung. Mr. Heller hat uns erlaubt, hier zu ermitteln. Ermitteln? Entschuldigen Sie, ich hätte mich vorstellen sollen. Mein Name ist Katria Layton und ich komme von der Detektei Layton. Das ist meine Assistenten Ernest und Shaw. Ich untersuche das Verschwinden der letzten Szene von Torpedo der Liebe. Würden Sie uns verraten, wer Sie sind? Ich vermute, ein technischer Mitarbeiter hier aus dem Kino, oder? Oh ja, ich bin Seymour Rollins. They see me Rollins. They hate us. Ich bin der Filmvorführer des Savaloy. Ich verstehe. Was genau machen Sie hier? Ich rolle. Nun, Miss, als Filmvorführer bin ich dafür... Moment, hä? Hä? Nun, Miss, als Filmvorführer bin ich dafür zuständig, die Filme vorzubereiten und die Ausrüstung während der Vorführung zu überwachen. Ich muss schon sagen, das klingt nach einem fabelhaften Beruf. Allein schon wegen der ganzen Filme, die man sehen kann. Interessanter Bug. Aber da, ich habe ja die Datei 1:1 kopiert, also müsste der ja auch im iOS-Spiel sein. Ja, also ist schon... Nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter. Als Filmvorführer hat man eine große Verantwortung. Ach so. Und muss jedes Detail im Blick haben. Der hat es wirklich gesagt. Warum sollte Ernest sagen, dass er Filmvorführer ist? Nee, der hat einfach nur gesagt, was der Filmvorführer macht. Aber er hat doch ich, oder hat er nicht ich? Wir müssen das mal später gucken. Ja. Deswegen rastet er ja gerade so aus. Ich muss ständig den laufenden Film im Auge behalten, die Geräte nachjustieren und sicherstellen, dass der Projektor immer genau die richtige Position hat. In meinem Beruf hat man wirklich keine Pausen. Zum Beispiel für Kaffee. Man muss nicht nur genau auf die Zeichen für die Überblendungen achten, sondern auch irgendwas sein... Ja, holla. Das klingt aber schrecklich kompliziert. Ist es auch, aber trotzdem will ich keinen anderen Beruf auf der Welt. Ich bin hier glücklich, umgeben von meinen Apparaten. Aber... Einfach? Das ist es nicht. Aber einfach sie zu, das ist es nicht, oder so. Es klingt eher so, als ob er mehr an seinen Geräten als an den gezeigten Filmen interessiert wäre. Ja, ich glaube, wir müssen diesen Herr Rowlings nach ein paar Fragen stellen. Wollen wir jetzt erstmal wieder zurück und mit reden, oder? Ja. Pip? Wir wollen da. Ja, wollte ich auch. Oh, hallo, Catriel. Was für ein schrecklicher Vorfall. Ich fasse es nicht, dass jemand das Ende des Films stehlen würde. Ich traue mich gar nicht zu fragen, Pip. Ist das einer von Ihren Tricks? Nein. Aber warum sind Sie dann noch hier im Kino? Der Täter kehrt oft an den Tatort zurück, wissen Sie? Nein. Ich war nur der Meinung, es wäre meine Pflicht, der Bürgermeisterin die Wogen zu glätten, nachdem es hier diesen Trubel gab. Oh, aber wir wissen doch schon, dass Sie einen ordentlichen Tumult durchaus zu schätzen wissen, oder? Wie zum Beispiel den Tumult beim Fest. Passiv-aggressiv. Nein.